Hallo zusammen. Heute ist bei mir der Olivier Gruch und zwar mit einem sehr, sehr freudigen Ereignis. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen oder gehört, der Olivier hat für uns ein Recyclingverfahren entwickelt, um Lithiumbatterien wieder zurück in Bestandteile zu bringen. Und aus dem Verfahren hat die Firma Welthaupt eine Maschine gebaut. Und die Maschine haben wir hier. Und damit tun wir unsere eigenen Batterien rezyklieren und wieder 100% in Bestandteile zurückzuführen. Im Moment machen wir etwa 200 Kilo pro Woche. Und man könnte aber noch viel mehr. Wie viele Batterien könnten wir rezyklieren mit dieser Maschine? Je nachdem, welche Batterie das wir nehmen, kommen wir etwa auf 200 Tonnen pro Jahr mit dieser Maschine. Also bei 100 Kilo pro Stunde. Ja. Also das heisst, wir haben von diesen 200 Tonnen gerade mal etwa 50 Tonnen eigene Batterien. Also 150 Tonnen suchen wir nach Batterien, die wir mit dieser Maschine rezyklieren können. Und das ist gerade schon der erste Aufruf an euch. Wenn irgendjemand von euch Lithium-Isophosphat-Batterien hat, in Gehäuse, die quadratisch aufgebaut sind, meldet euch bitte bei uns. Wir können die für euch rezyklieren. Jetzt aber, Olivier, welches Verfahren liegt an dieser Maschine zugrunde? Wir reden hier vom direkten Recyclingverfahren. Also wir tun die Zellen nicht verbrennen oder wie auch immer oder chemisch behandeln, sondern wir nehmen die Hauptkomponenten von Anfang an auseinander mechanisch. Also möglichst lang mechanisch. Macht mechanische Trennung, bis wir dann mit Wasser das Ganze ablösen tun. Mit Wasser tun wir es ablösen. Was ist denn der grosse Vorteil von diesem Verfahren? Der grosse Vorteil ist, dass wir die Batterie nicht schreddern tun. Also beim Schreddern erhält man so eine schwarze Masse, die man nachher weiter auftrennen muss. Und durch das muss man ganz viele Teilschritte machen, Teilprozesse. Und wenn man da hinten schaut, trennt man eigentlich die Anode, die Kathode von Anfang an. Und so kann man viel effizienter die Materialien von Anfang an trennen. Und das macht sonst noch niemand auf dieser Welt? Soviel ich weiß, nicht. Also, wir haben viele Recherchen gemacht. Selber auch schon in der Diplomarbeit sind über 100 vertiefte Literaturrecherchen passiert. Und dort habe ich dieses Verfahren noch nie irgendwo gesehen. Ja. Grossartig. Wieder der Aufruf an euch. Wenn irgendjemand nochmal von diesem Direktrecycling-Verfahren schon mal sonst gehört hat, weil wir haben wirklich noch niemanden gefunden, meldet euch bitte bei uns, weil wir möchten gerne mit denen in Austausch gehen. Ansonsten möchte ich dich nicht länger davon abhalten, die nächsten Batterien zu rezyklieren. Gute Zeit miteinander. Dankeschön. Gute Zeit. Danke dir auch.